Minecraft und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Hermit Pack. Wird es gerade schon wieder Nacht? Mann, müsst ihr gerade jetzt schreiben? So, leise. Ich wollte gerade nochmal schlafen gehen. Wenn es immer Nacht wird, ist doof. Es sollte nicht dahin. So. Ja, wir haben letztes Mal angefangen, die Smeltery zu bauen. Und ich habe gemerkt, ich habe da ein bisschen was falsch gemacht. Ich glaube, der. Nee, doch, der hier gehört da hin. Der hier gehört da nicht hin. Na, komm her. So, der Controller, den machen wir hier hin, damit er schnell erreichbar ist. Dann brauchen wir noch den Tank. Ich habe auch gefunden, nach was ich suchen muss. Search Tank. Also. Lass mich kurz gucken. Den Tank brauchen wir noch. Ein Glas. Können wir auch zwei gleich machen. Und. Genau, das war's eigentlich. Und den Drain. Drain. Den da, von dem brauchen wir noch ein paar. Okay. Und dann V. Nee, warte, warte. Wie schreibt sich das? Ich weiß es nicht mehr. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Nee, Stein. Ah ja, stimmt, Stein. Ich glaube, so ging der. Genau. Davon brauchen wir ein paar. Und dann brauchen wir noch ein paar von... Ah, einen Tank brauchen wir noch, unbedingt. Und wir haben kein Glas. Mann! Haben wir hier noch Glas? Eins. Eins brauchen wir. So. Ich hoffe mal, das geht mit dem Gechisselten. Nein, tut's nicht. Ach, Menno. Ja, okay. Okay. So. Ja, da haben wir einen Tank. Wir wollten eigentlich zwei machen. Ich hält. Machen wir nochmal ein Glas. Ich wollte zwei Tanks machen, damit ich mehr Platz habe. Für das ganze Lava-Zeug. So, zwei Tanks. Dann können wir noch einen V-Sit machen. Ne, warte mal. Wir brauchen noch so ein Smeltery Drain und anderes Zeug. Ich mach hier mal Pause. Ja, dauert mir nämlich zu lange. So, dann können wir hier ein bisschen weiter aufbauen. Also hier soll der Tank hin. Und jetzt haben wir hier die... Ja, die Smeltery ist aktiv. Das freut mich. Das freut mich. Aber hier müssen wir noch mal umbauen. Weil ich möchte ja ein modernes Aussehen haben, ja. Und mit Stein sieht es nicht ganz so modern aus. Das heißt, wir müssen hier bis darunter schön modern bauen. Und ich weiß noch nicht, wie ich da wieder hochkommen soll. Aua. Toll, müssen wir einmal gehen komplett außen rum. Na, besser wie wir das sterben. So, ich möchte mich bei dieser Stelle auch mal für die ganzen Aktivitäten auf meinem Kanal bei allen Zuschauern bedanken. In den letzten Tagen ging es da hoch her. Es freut mich,
freut mich ungemein. Und ich hoffe, dass das auch noch ein bisschen so bleibt. Ja, da ist nämlich die Motivation auch gleich viel größer, irgendwelche Videos aufzunehmen. Nein, Sackgasse. Nein. Nicht wieder abstürzen. Langsam. Langsam und in der Ruhe liegt die Kraft. Hakuna Matata. So. Und Strings haben wir auch ein paar. Der ist nicht fertig. Okay. Und dann haben wir hier uns ja schon so einen kleinen Aufgang gebaut. Gut, aber wir sollten uns nicht zu sehr ablenken. Wir wollten hier weiterbauen. Dazu müssen wir hier noch ein bisschen reinhauen. Oh, jetzt dachte ich, da kommt Wasser runter. Dabei ist es bloß der Waypoint. Warte mal, wo ging das? Ja, nicht. Ich weiß immer noch nicht, wo die Map ist. Das ist ein bisschen doof. So, ich wollte hier nämlich schon die Drains anbringen. Die sollen auf dieser Seite liegen. Ich denke, ich brauche da nicht so viele. Im Moment zumindest. Falls es doch irgendwann der Fall sein soll, muss ich halt hier nochmal umbauen. So, hier einmal das da dran, dann kommt da noch so ein Faucet hin. Und dann so mal ganz grob. Ja. Und das ist auch fertig. Jawohl. So, dann wollten wir davon noch eins. Da haben wir noch einen Tank haben wir noch mal. Und dann brauchen wir noch so einen Tisch. Und dann brauchen wir noch sowas, habe ich irgendwo gesehen. Ja, so einen Cauldron. Bassin. Und einen Casting Table. Geil, wie der Hall ist. Ich finde es immer noch klasse. So ein Faucet da dran. Dann brauchen wir den Tisch, brauchen wir wahrscheinlich häufiger wie den Bassin. Und den Tank hauen wir da drauf. Schon gut. Aber wir haben zu wenige Bricks. Aber auf jeden Fall würde das jetzt hier schon funktionieren. Das heißt, wir haben eine funktionierende Schmelterie. Wie haben wir da noch? 8. 8 ist auch nicht viel. Was haben wir denn? Hier haben wir noch ein bisschen Clay, Gravel und Sand. Aber nicht viel. Gucken wir mal, was man damit noch hinkriegen. Gravel. Ja, 32. Machen wir mal so. So, und dann war hier irgendwo, glaube ich. Oder war das beim anderen Spot? Die Lava? Ah, da ist Lava. Okay. Machen wir uns noch ein paar. Ein paar. Ein paar ist gut. Für einen Bucket reicht's noch. Ja, wir holen einfach mal zwei Buckets Lava. Da ist Lava. Finde ich gut, dass das alles so nah dran ist. Ah. Muss man nicht. Oh, ist da eine Höhle? Ist da etwa eine Höhle drunter? Oh, wie cool. Aber Meteoriten gibt es hier nicht. Sieht nämlich so ein bisschen aus wie so ein Meteoriteneinschlag.
Aber ist keiner. Sieht nur so aus. Ist nur ein Fake-Meteorit. So, wo war jetzt die Lava? Hier. Und da gibt es auch gleich Eisen. So. Warte mal. Och nö, ich dachte, ich krieg das gebratene Fleisch gleich. War wohl nix, Satz mit X. So, beschwerlicher Aufstieg. Da werden wir uns auch noch was überlegen. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt's hier Elevator? Elevator. This machine needs to be placed at a certain level point in which the moving platform will be. Okay, das ist nur ein Maschinenaufzug sozusagen. So. Schnell nach oben, bevor wir hier Besuch kriegen. Und gleich wieder schlafen. Schlafen ist ja so wichtig. So. Dann haben wir noch ein paar Bricks. Wie viel brauchen wir denn noch? Reicht es etwa schon? Jawohl! Haben wir schon 18 Plätze hier drin in dem Controller? Ja, also wir können 18 Items gleichzeitig schmelzen. Finde ich ganz cool, aber ich muss sagen, ich möchte hier doch noch mal was verändern. Ich möchte da doch ein Fenster haben. Wo war denn das? Hier. Ah, da brauchen wir bloß 4. Das heißt, wir können 2 Gläser machen. Das ist toll. So. Dann machen wir noch das eine hier. Und dann haben wir das auch gleich. Dann sieht es alles nämlich auch schön aus. So ist es fein. Aber den da unten müssen wir noch verändern. Es sieht nämlich nicht schön aus, wenn da unten so ein normaler Cobblestone unten vorschaut. So ist fein. Das freut mich. Dann wird man hier noch mal einmal das nach hinten setzen. So, jawohl, jawohl. Wir können inzwischen viel effektiver Zeug machen. So, wir hauen nämlich gleich mal da unten das Eisen rein. Hier, bam. 8 Eisen. Haben wir noch ein Eisen-Ingot? Ja, haben wir. Dann müssen wir mal gucken. Pattern. Ein Ingot-Pattern wollte ich jetzt. Geht gar nicht. Das ist ja doof. Wir müssen uns, warte mal hier, Pattern Container oder wie heißt das? Pattern Chest. Ach, kann man, ach die, ja, so war das, glaube ich. Die kann man bloß finden. Mann! Das heißt, wir müssen uns irgendwann die nächsten ein, zwei Folgen mal auf die Suche nach einem NPC-Dorf machen, wo wir solche Pattern finden. Weil ich habe noch in dem einen Dorf, was ich gefunden hatte, da war nichts drin. Das wird eine der nächsten Aufgaben von uns sein.
wenn wir uns gescheites Werkzeug bauen können. Ja, weil die Tinkers Sachen sind einfach cool durch das, dass die leveln. Haben die einen geringeren Verschleiß und sie kriegen diverse Effekte. Also ich muss echt sagen, seit ja, so Minecraft City eigentlich, bin ich vollkommen überzeugt von Tinker's Construct. War ich ja am Anfang nicht so, aber also in Minecraft City hat angefangen, dass ich das wirklich cool gefunden habe. Und ja, ist einfach cool, wenn du da Mining Speed drauf kriegst und weißt du was. Musst du nicht unbedingt einen Diamant oder Eisenspitzhacke machen oder was auch immer, um ein schnelles Werkzeug zu bekommen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Terraforming, gerade mal dieses Stück. Dann können wir vielleicht letztes Mal sogar gucken, ob wir, entweder gehen wir auf Reise, wobei wir dafür noch nicht wirklich ausgerüstet sind. Wir haben kaum Nahrung, keine Rüstung, gar nichts. Was auch spannend sein kann, ja. Weil dann habt ihr vielleicht auch was zu lachen, wenn ich von einem Skelett erschlagen werde oder so. Aber das werde ich mir überlegen. Eigentlich wäre es mir schon wichtig, dass ich diese Pattern kriege. Weil ohne ist es halt mit Werkzeugen ein bisschen doof. Da muss ich immer Stein- oder Eisenwerkzeuge machen. Das will ich nicht. So ist fein. Gut. Da oben noch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die Smeltery fertig bekommen haben. Ich drücke mal gerade nochmal F7. Und ja, das sehen wir auch schon, das geschmolzene Eisen. Zwei Blöcke Eisen haben wir da drin. Warte mal, können wir doch. Da kommt Eisen raus. Jawollo. Es dauert jetzt einen Moment und dann. Tada! Dauert ein bisschen länger als einen Moment. Oh, der muss aber lange abkühlen. Früher ging das, glaube ich, schneller. Wo ist der hin? Ach, da liegt er. Dachte ich schon, der wäre weg. Kann ich nicht essen. Ne, der läuft nicht weg. So schnell läuft er nicht weg. Warte mal, hier, Cleanstone. Machen wir gerade mal dahin. Dann ist das wieder fein. Und den Rest hauen wir hier rein. Sandes, da, die, du, do, da. Das kommt da rein. Habe ich das auch hier drin? Ja, das machen wir mal. Machen wir mal weg. Machen wir da rein. Ein Bucket auch, das auch, Tri-Treppe auch. Die Axt lassen wir da, das lassen wir auch da. Das passt so. So, wir haben zwei Eisenblöcke und hier noch 6 Ingots. Aus 8, überlegt mal, aus 8 Eisen Iron Ore haben wir jetzt 6 Ingots sind noch drin. 9, 18, 24. Also wir haben es verdreifacht. Das ist übelst.
Das ist übelst gut. So, das war's von der heutigen Folge Minecraft Hermit Pack. Schlafen können wir natürlich noch nachts. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like oder ein Abo da. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich muss sagen, es freut mich in letzter Zeit, was ich da so lese. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich gehe mal kurz nach dem Essen gucken. Oh, ich dachte, ihr macht das Feld kaputt. Kann ich das jetzt, kann ich das, was da jetzt weggekommen ist? Die Cannoli-Dings da kann ich nicht essen. Man glaube ich die hier. Dann brauche ich die auch nicht. Ja. Dann brauchen wir die nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.